Hallo, ich nehme dich heute wieder mit. Ich bin jetzt gerade dabei, Obstrunde zu machen. Also ein bisschen was habe ich schon vorbereitet. Wir waren ja Himbeeren pflücken, hatte ich ja schon erzählt. Und es ist nur ein Teil unserer großen Ausbeute. Wir hatten nämlich zwei große Körbe voll. Also wir können uns auf jeden Fall die ganze Woche davon ernähren. Neben dem Himbeerfeld gab es auch noch ein Erdbeerfeld. Da haben wir natürlich auch ein paar gepflückt. Da gab es aber nicht mehr so viele. Ich glaube, die Erdbeerzeit ist jetzt auch langsam vorbei. Und die Kinder sind jetzt gerade draußen im Garten hinten und pflücken Johannisbeeren. Da haben wir ja so einen riesigen Strauch. Das hat Elisa eben gepflückt und mir schon reingebracht. Ich habe nämlich gesagt, das brauchen wir auch noch für unsere Obstrunde. Deshalb sind sie gerade alle fleißig draußen. Mal gucken. Also es müsste eigentlich auch eine große Ernte geben, weil der Strauch auch noch ziemlich voll war. Wir haben ja rote Johannisbeeren und auch so weißliche Johannisbeeren. Mal sehen, wie fleißig die Kinder sind. Und? Große Ausbeute? Eine Schüssel voll? Wir haben noch ganz viele gefunden. Sind noch viele dran? Ja. Aber ein paar haben schon Vogel aufgegessen. Ja, die hängen ja nicht. Die hängen können sie ja nicht sehen. Also zeig mal. Sieht ja schon gut aus. Was denn, Elisa? Elisa hat auch welche gefunden. Was hast du da gefunden? Ein Käfer. Ein Krümel. Das ist der schönste Krümel, den ich jemals gesehen habe. Elisa, hast du noch welche gepflückt? Für Mami? Die Johannisbeeren. Nee, Elisa hat ihre Schüssel schon aufgegessen. Also schon aufgegessen? Ja. Lisa! Miam, miam! Hast du schon gegessen? Ja, schon Miam, Miam gemacht, Süße. Miam, miam. Ja, das muss auch sein, dafür sind sie ja da, ne? Aber das ist doch auch schon eine richtig gute Ausbeute hier. Guck mal, die Schüssel ist ja schon voll. Wow. Lecker, Johann. Rote haben wir wow, gar nicht mehr, ne? Nee. Rote wow, wow! Was ist wow, wow? Da! Ja, der Nachbar hat einen Hund, ne? Achtung, hier ist ein Käfer. Oh, ein. Ein grüner, großer Käfer, Papi. Papi. Diese Wanzen. Wanzen? Ja, der sieht auch so ein bisschen platt aus. Blatt raus. Auf den Arm? Elisa. Bist du kuschelbedürftig? Elisa, Vorsicht. Von dem Baum bin ich allergisch. Mami. Gegen welchen Baum bist du allergisch? Gegen den. Ja, die Haselnuss. Steht hier genau an der Grundstücksgrenze. Eine große Haselnuss. Dagegen bin ich übrigens auch allergisch. Aber die blüht doch gar nicht mehr, ne? Das ist schon vorbei. Können wir Nüsse ernten, Haselnüsse. Aber meistens, wenn man gegen die Pollen allergisch ist, kann man die Frucht auch nicht essen, Clara. Was hat Johann vor? Was hast du vor, Johann? Willst du eine pflücken? Oh, hier sind ja ganz viele dran. Oh, Elisa möchte gucken, was du gemacht hast. Gucken? Wo gehst du hin, Elisa? Ganz weit weg. Was hast du vor? Möchte auf die Mauer. Elisa, komm, ich heb dich hoch. Komm, ich heb dich doch hier hoch. Oh, nee, nee, Vorsicht. Nicht ziehen. Naja. Na, wollen wir das Fußball? Jetzt bitte mit Schnuller, Elisa. Da schlafen sie. Ja? Schnuller? Ja. Ja. Guck mal, was Justus besorgt hat. Er hat sich inspirieren lassen von meinem letzten Vlog. Was hast du vor damit, Justus? Ja, aus kommt die Suppe oder so. Eine Suppe? Ich weiß nicht, ob eine Suppe weiß, schmeckt. Wie das ist. Ja, man muss das irgendwie aufmachen. Also ich habe jetzt gesehen, dass man es tatsächlich essen kann, aber man muss es, glaube ich, nicht essen. Vor allen Dingen ist es wohl wirklich für Gesichtsmaske oder Cremes oder ja, es ist wohl so ein Allround-Produkt, was man eben auch auf Verletzungen drauf machen kann und dann kühlt es und heilt schneller ab oder irgendwie so. Auf jeden Fall ist es auch sehr pieksig und wir wollen das mal ausprobieren, dass man dann so alles zaubern kann. Aber jetzt mache ich erstmal hier unsere Johannisbeerausbeute. Wir essen die immer richtig gerne mit Zucker. Also mache ich die einmal alle komplett ab und dann wasche ich sie einmal durch. Und dann kommt noch Zucker dazu und dann meistens noch so ein bisschen Quark oder so. Aber ich glaube, ich habe jetzt gerade nichts da. Ich mal gucken oder vielleicht mit Milch angerührt. Und dann schmeckt das richtig lecker. Das hier ist die riesige Ausbeute. Ganz schön viel, ne? Und es kommt noch der Blub dazu. Ja, den muss ich erstmal waschen. Und als Soße nehmen wir jetzt Schmand. Mit ein bisschen braunen Zucker rein. Ja, damit es auch schön lecker süß ist. Du hast hier. Das ist nicht so schlimm. Das ist ganz schlimm. Das ist nicht schlimm. Das hängt so ein bisschen Stängel, das kann man ruhig mitessen. Das ist Natur, Justus. Ja, das ist Natur, aber wir können ja die Natur, die wir nicht essen können, können wir ja abmachen. Das kann man doch essen. Aber nicht zu viel. Du machst so viel. Ja, warte doch mal. Das ist nachher nicht so viel. Wir haben sehr viele Johannisbeeren.
So, reicht. Ein Löffel noch. Ist hier sowieso nicht mehr so viel drin. Oh, ja, das kommt davon, wenn zwei rühren. Warum bist du denn hier so ambitioniert? Ja. Den Rest darunter. Gut, dann machst du das. Ja. Ich tue schon mal den Rest auf den Tisch. Johann, Clara? Ja? Wer hat Hunger? Ich. Lecker. Wir haben den Rest geflüchtet. Genau, da waren wir auf dem Feld. Sieht jetzt irgendwie nach Porridge aus. Ich probiere einmal die Johannsbeeren. Ja. Du kannst auch ein Schälchen nehmen, wenn du möchtest. Okay. Erstmal probiere ich eine. Sauer? Ein bisschen quarkig. Ein bisschen quarkig? Ein bisschen zu viel. Zu viel Quark? Mhm. Ich habe Papi gesagt, er soll nicht so viel Quark machen. Er hat dann noch mehr und noch mehr und noch mehr gemacht. Das haben wir zu Hause gepflückt. Das ja. Haben wir beim Himbeerbeet, das hier beim Erdbeerbeet. Genau. Haben wir alles selber gepflückt. Clara und ich haben gleich noch was vor. Und zwar haben wir ja diesen Elternabend gehabt. Und da haben wir jetzt auch endlich die ganzen Unterlagen bekommen für die erste Klasse und noch ganz viele andere Unterlagen. Also total spannend. Und ich habe mir natürlich den Zettel schon mal rausgenommen. Und wir wollen auch heute schon gleich die ganzen Sachen besorgen. Da freut sich Clara schon richtig drauf. Und das war auch damals, als ich das für Johann bekommen hatte, total spannend. So sieht das aus. Also man bekommt dann so einen Zettel mit den ganzen Sachen, die man braucht. Aber das findet man alles ganz gut in so einem gut sortierten Schreibwarenladen. Da fahren wir jetzt gleich zusammen hin. Dann darf Clara ihre Sachen aussuchen. Da arbeiten wir diesen kompletten Zettel ab. Und ich wollte auch mal gucken, ob die da vielleicht eine Schultüte haben. Und zwar so ein Rohling. Da haben mir ganz viele empfohlen, dass ich doch einfach einen Rohling kaufen soll und dann darauf basteln soll mit Clara. Vielleicht haben die das ja auch da. Das wäre natürlich super. Da brauchen wir nicht nochmal irgendwo anders hinfahren. Wir haben uns nämlich dafür entschieden, dass wir das auf jeden Fall zusammen basteln wollen. Und zwar auch in diesem Design von ihrem Schulranzen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Aber mit Claras Hilfe, sie ist ja Gott sei Dank total kreativ und begabt. Was diese ganzen Sachen betrifft, da bin ich guter Zuversicht, dass wir beide zusammen das hinbekommen. Wir fahren los! Ja, bis später! Einmal wieder Mädelstag, nur mit Clara zusammen. Es hängt. Ich muss Navi anmachen. Das ist nämlich ein richtig großer Schreibwarenladen, den habe ich mir extra ausgesucht. Der hat auf jeden Fall alles. Alles, was wir brauchen. Für die Schule alles. Genau, alles für die Schule. Auch ein bisschen basteln für die Schultüte. Wollten wir gucken, ob die das haben, Clara. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir müssen mal schauen, ob die auch so eine Schultüte vielleicht schon haben, die man dann basteln kann. Die Schuhe schön zu. Ja, es ist jetzt doch ein bisschen kühl geworden. Vielleicht sieht man, dass die Sonne ist weg. Deshalb hat sich Clara nochmal umgezogen. Was langärmliges, langhosiges. Route wird gestartet. So. Ziel. Mami. Ja. Ich gucke immer, dass du auf dem Strich bleibst. Okay, du navigierst mich, ja? Gut. Okay, wir sind da. Genau da lang müssen wir. Ja, hier sind auch ganz viele Spielzeuge. Guck mal. Das ist ein riesiger Laden, da können wir gleich mal gucken, ja, Clara? Jetzt um die Ecke. Genau, da müssen wir rein. Guck mal, hier ist alles voller Spielzeug. Da müssen wir, glaube ich, da lang. Da gibt es dann die ganzen Schulsachen da hinten. Hallo. Hallo. Schulranzen gibt es auch. Digga, dann setz die nochmal auf. So, jetzt sind wir bei den Schreibwaren. Ich hole hier erstmal meinen Zettel oder unseren Zettel. Wow. Genau, guck mal. Diese ganze Sache hier brauchen wir. Diese ganze Seite und diese Seite. Also wir brauchen erstmal Schnellhefter. Weißt du, die Johann auch hat, wo er immer seine Sachen reintut? Die in blau, grün, gelb und weiß. Die sind so ein bisschen dicker. Nee, ich glaube die hier unten, ne? Oder in der Mitte? Ja doch, das sind die doch. Hier, guck, da kann man sie so festmachen. Das sind solche Hefte. Dann musst du dir jetzt die Farben raussuchen. Also erstmal brauchen wir blau. Hier gibt's blau. Ach, guck mal, der ist aber auch nochmal ein bisschen anders, ne? Da hat er ja nochmal sowas zum Festmachen. Ich glaube, das muss gar nicht sein. Nehmen wir lieber normale. Guck mal, da unten gibt es nochmal welche. Die sind ja alle anders. So viele verschiedene Formen gibt es. Dann brauchen wir noch gelb. Gelb ist für Musik. Genau, den kann man nehmen. Ein bisschen anders.
Vielleicht ist das der richtige. Ja, das ist der. Aber warte mal, da kann man ja gar nichts reinschreiben. Guck mal, ich kann das so, dass da noch so ein weißer Zettel drin ist, damit du da reinschreiben kannst, deinen Namen und deine Klasse und so. Warum hat er das denn gar nicht? Ja, dann nehmen wir lieber die. Dann ist das besser, dann verwechselst du das nämlich nicht mit deinen Freundinnen. Ein Telefon? Hallo, hallo. Nee, ich glaube, das ist ein Taschenrechner, Clara, oder? Guck mal. Ja, das ist ein Taschenrechner, ein Mini-Taschenrechner. Und den kann man sogar irgendwo dran klemmen. Ist ja lustig. Also, wir brauchen einmal für Mathe Hefte in A5, Lineatur 7. Da sind Zahlen drauf. Ja, da sind Zahlen drauf. Sind das die Zahlen, die wir brauchen? Ich weiß nicht. Also A5. Sind das die hier? A5, Lineatur 7? Guck noch mehr Zettel. A5, Lineatur 7. Nee, Lineatur. Ach, da sind Lineatur 7. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Clara. Ich glaube, ich hab's hier. Tada, da ist es. Also, Hefte A5, Lineatur 7. Dann brauchen wir Hefte A4, unliniert. Und Mami? Mami ist überfordert. Geht das noch mit dem Festhalten oder wollen wir gleich mal, vielleicht haben die hier so einen Korb, so einen Einkaufskorb. Ja, guck mal, ob du einen Einkaufskorb findest. Ja, dann nehmen wir so einen Korb mit. So, mal das rein. Oder muss man das kaufen? Nee, der ist zum Einkaufen, der Korb. Jetzt, blauer, fester Hefter, Clara. Blauer, fester Hefter. Ist das ein blauer, fester Hefter, Clara? Das hier? Richtig. Guck mal rein, ob da was drin ist. Der ist fest und der ist ein Hefter. Aber musst du den dann die ganze Zeit im Schulranzen haben? Weil der ist ja ganz schön groß, oder? Möchtest du den haben? Ja. Gut, dann tu ihn mal rein. Hoffen wir mal, dass das der richtige ist. Was kommt als nächstes? Bleistift. Oh, wir sind schon bei den Stiften. Du kannst nicht rein. Passt nicht rein? Doch, so, das geht ja so. Bleistifte, da sind wir vorbeigegangen. Bleistift, dick, ergonomisch und Dreikantstift. Hier sind Bleistifte. Wir nehmen ja immer die hier. Ach, hier, die, nicht das hier sind zwei. Das. Die hier sind das. Nicht zwei, Mami. Du hast zwei, ne? Hm. Ja, das reicht. Hier sind die ganz großen Mappen. Also kannst du ja einen aussuchen von den ganzen hier. Den! Der mit dem Pferd. Willst du nicht noch ein bisschen gucken? Nein. Da gibt es noch ganz viele verschiedene. Guck, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Bitte? Ja, wie du möchtest, dann nimm den. Hast ja gar nicht richtig geguckt, Clara. Okay. Hauptsache den mit dem Pferd drauf. Okay. Guck mal, unser Korb ist schon ordentlich voll hier. Du passt ja gar nicht da rein. Wie machen wir das denn jetzt? So, stellen wir den erstmal hier hin. Hier ist eine Post dran. Oh, Clara hat es gefunden. Das gibt's ja nicht. Du hast es gefunden. Dann wird er damit hier angeguckt. Sehr gut. Also du kannst ja aussuchen, ob du eine orange oder eine gelbe haben möchtest. Eine gelbe. Eine gelbe, dann nimm dir eine gelbe. Die sind nochmal auch nochmal unterschiedlich, guck mal. Postmappe steht da sogar drauf. Die? Ja. Hausschuhe, gut. Die können wir nicht hier besorgen. Klebestift. Wo ist die Klebeabteilung, Clara? Ah, ich weiß, wo die ist. Sie weiß, wo es ist? Hier ist. Warum weiß sie das? Das ist die Kleber. Okay. Ja, wir brauchen aber einen Klebestift. Da steht da extra drauf. Ja. Keinen Flüssigkleber, sondern auf jeden Fall einen Klebestift. Die beiden, ja? Ja. Okay. Wir brauchen nämlich noch dicke Buntstifte. Also da habe ich ja hier schon die hier, aber vielleicht haben sie ja noch ein Set. Ja, ich habe verschiedene Sets hier. Dieses hier, das hier oder sonst von Faber-Castell. Also meine Tochter mag die hier mit diesen Noppeln mit den, dran. Mit den Griffen. Das sind diese hier. Das sind, das sind auch die dicken, ne? Das sind die dicken. Clara, magst du die? Ja. Dann können wir uns ja noch ein paar Farben dazu aussuchen. Genau. Da sind die angegeben, die hier drin sind. Also kannst du mal schon noch rosa nehmen oder was du magst hier. Schau mal hier, sowas hier, das, ist, das mögen die Mädchen immer. Oh ja, das ist schön. No? Richtig Neon. Neon, das ist cool, ne? Können Sie uns einen richtig guten Radiergummi empfehlen?
Ja, zum Beispiel Faber-Castell. Ja, Hauptsache der schmiert nicht. Ne? Genau, diese Faber-Castell ist eine gute Färbung. Okay. Also Sie meinten jetzt sowas hier, das habe ich ja noch nie gesehen. Was Kleines sehen, das kann man so rausschieben. Oder ansonsten sehr griffig für die Kinder, ich habe eben auch sowas hier. Clara, such dir einmal kurz einen Radierer aus. Stifte machen wir später, dann kannst du dir alle Farben raussuchen. Guck mal, hier gibt's, kannst du dir einen davon aussuchen. Die probieren wir mal aus, die sehen ganz lustig aus. Das Gelb haben wir nicht. Aber nur, wenn du es brauchst, ne Clara, wenn du es wirklich zum Malen brauchst, die Farbe. Okay, dann Orange-Rot. Das Dunkelrot haben wir nicht. Hast du das dir schon genommen? Ja, das ist doch das schon. Silber haben wir auch nicht drin. Genau, das kannst du auch mitnehmen. Das helle Lila, brauchst du das oder nicht? Ja. Brauchst du, ne? Um kreativ zu sein, braucht man alle Farben. Kann ich die schon mal da rein tun? Genau, tu schon mal rein. Wir sind, glaube ich, eh schon durch. Jetzt haben wir alle Farben, Clara. Jetzt bist du wirklich gut ausgestattet mit allen Farben. Aber kleine Künstler brauchen auch wirklich alle Farben. Brauchen wir noch was? Mhm. Brauchen wir noch etwas? Ich glaube, wir sind durch, Clara. Ich glaube, wir haben es geschafft. So, Clara, wie kriegen wir das denn jetzt an die Kasse? Ich trage diese beiden Sachen. Und ich trage den Korb, ja? Ja. Okay, gut. Aber pass auf, dass ich die Stifte nicht rausknutschen. Ja, ich passe auf. Wir machen jetzt eine kurze Pause noch bei der Eisdiele. Ist doch ganz schön anstrengend, ne? Die ganzen schönen Sachen aufzusuchen. Deshalb machen wir eine kurze Eispause und danach wollen wir noch die ganzen Sachen für die Schultüte raussuchen. Haben wir schon ganz tolle Ideen. Ja. Clara hat Schokoeis mit ganz viel Streusel. Schmeckt das denn? Ja. Ich habe mir eine heiße Schokolade genommen und Clara hat auch noch eine kleine da stehen. An unseren kleinen Mädelstag. Du hast Schaum, ich nicht. Stimmt, du hast gar keinen Schaum. Willst du mal mit Schaum haben? Mhm. Dann trinke ich deinen Kakao. Mhm. Ja? Dann hast du meinen Schaum, aber meinen Keks bald. Was ist das wie Kaffeeschaum? Sieht aus wie Kaffeeschaum, aber ist ganz bestimmt kein Kaffeeschaum. Mhm. Mami gibt es das nicht. Wow, okay. Jetzt gehen wir weiter Schultüte-Sachen gucken. Ja. Schultüte. Geht das nochmal hin? Da müssen wir wieder hin. Ja. Die ganz andere Seite. Guck mal, wir können auch hier lang. Gehen wir über den Zebrastreifen. Vorsicht, ganz viele Autos. Jetzt. Jetzt zu den Schultüten. Guck mal, Clara, das sind diese Rohlinge. Guck mal, da kann man sich sogar eine Farbe aussuchen. Dann kann man darauf noch ganz viel Tolles basteln. Wir haben uns jetzt dieses Bastelbuch mal genommen. Wir schauen uns das jetzt an. Es sind richtig tolle Ideen dabei. Hier, guck mal. Das kann man selber basteln. Sieht schön aus. Was suchst du, Clara? Irgendwas mit Pferden. Irgendwas mit Pferden. Oh, guck mal, das sieht doch schon nach einem Pferd aus. Aber nee, es ist ein Einhorn. Wir müssen das ja nicht genauso basteln. Wir können ja einfach das Horn wegnehmen. Dann haben wir kein Einhorn, sondern ein Pferd. Guck mal, hier ist was mit Fischen, mit Meerjungfrau. Eule. Oh, das ist hübsch. Pferd. Für die Schultüte brauchen wir ganz viel Glitzer. Da haben wir uns entschieden für dieses Glitzer hier. Damit kann man ganz, ganz tolle Blumen bestimmt machen. Ja, und ich kann ganz gut Blumen basteln. Siehst du, dann und wir passt können das auch ja. Die Blumen hier benutzen, ein paar. Ja, wir sind wieder da mit einer super mega vollen Tüte. Super schwer. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen gefunden schon für Claras Schultüte, was ich da reintun möchte. Das weiß sie noch nicht. Also darf sie auch noch nicht in die Tüte schauen. Ich bin jetzt erstmal froh, dass wir wieder da sind. Wir haben wirklich alles bekommen. Es war ja auch ein riesiger Laden. Also da gab es ja wirklich alles. Auch nicht nur Schreibwaren, sondern auch ganz viel Spielzeug und so. Geschafft. Süße Maus. Gib mal mir Kuss. Gib mal mir Kuss. Mami, kann ich meine Sachen zeigen? Möchtest du deine Schulsachen zeigen? Ja? Lisa, was machst du da? Die wir alle gekauft haben. Okay, aber ich muss erstmal die Tüte ausräumen. Da sind nämlich Sachen drin, die du nicht sehen darfst. Wollen wir mal Elisa kurz die Nägel machen? Die wachsen ja super mega schnell. Ich glaube, ich habe sie erst vor ein paar Tagen geknipst. Wir haben hier so einen ganz normalen Knipser übrigens. Also nichts Besonderes. Und ich knipse am liebsten und der Papi schneidet am liebsten, ne Johann? Ich mag kein Schneiden. Magst du nicht, ne? Ja, knipsen. Knipsen findest du besser? Ja. Justus macht das immer mit seinem Schweizer Taschenmesser. Jetzt will ich mal schreiben, ob du
knipst oder schneidest. Oder feilst. Feilen kann man auch. Bei mir feile ich nämlich immer. So, fertig. Schon fertig. Schuhe ausziehen. Auch die Fußnägel, Elisa. Sind die auch schon wieder lang? Nö, das geht doch noch, Elisa. Die brauchen wir noch nicht schneiden. Ausziehen. Ausziehen? Ja. Guck mal, Elisa hat neue Schüchchen. Schick, Elisa. Sieht hübsch aus. Lieber barfuß, ne? Elisa liebt es ja barfuß. So ein Barfußmädchen. Gleich sauge ich das hier einmal weg alles. Clara und Justus sind jetzt gerade oben im Zimmer, weil Johann mit Papi eben noch eine Kommode gemacht hat. Genau, eine Kommode haben sie noch aufgebaut für Clara, damit sie da ihre Schulsachen reintun kann. Ich glaube, Claras Schulhall... Elisa, was zeigst du deine Füße hier rein? Also Claras Schulhall zeigen wir, glaube ich, beim nächsten Mal. Also sie wollte das gerne selber filmen. Möchtest du dein Aquariumspiel spielen? Ja. Okay, dann komm. Ja, das ist ja Elisas Lieblingsspiel. Also eines ihrer Lieblingsspiele. Elisa hat viele Lieblingsspiele. Spielen, Elisa? Ja. Okay, dann baue ich ihr das einmal schnell auf hier. Das ist auch schon eins dieser ganz alten Spiele von Johann und Clara, ne? So, dann kannst du spielen. Okay. Soll Mami mitspielen? Ja. Nein. Dann spiele ich mit. Na los, Elisa, angeln. Mami soll anfangen? Ja. Gut, dann fange ich an und ich habe eine Schatzkiste. Geht da gut los. Danke. Dann ein Oktopus. So, Elisa, du auch. Elisa muss auch spielen. Mami. Ja, Elisa, spiel du auch mal. Mami. Gut, dann spiele ich das Aquarium-Spiel hier. So, oh, ein kleiner Minifisch, Elisa. Boah. Na gut, ich glaube, wir spielen hier noch ein bisschen. Ich muss hier spielen. Elisa sagt, ich muss spielen. So. Danke, ja. Und die ganzen Sachen, die wir für die Schultüte gekauft haben, das zeige ich dir dann auch, wenn wir das dann zusammen basteln. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Elisa, tschüss. Tschüss.